Tag 29. Jetzt nähern wir uns wirklich mit riesengroßen Schritten dem Ende. Und zum Ende hin müssen wir die Kurve noch ein bisschen ansteigen lassen, oder? Ja, wir müssen noch einmal richtig Gas geben. Wir haben die Matten schon hingelegt. Ihr seid ready, hoffe ich. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen und so gedacht, oh nein, heute wieder. Die stehen, die sitzen nicht, oh mein Gott. Heute wieder ein Workout. Ja, es sieht so aus. Wir müssen jetzt ein Workout machen. Direkt mal wieder zu Beginn die Info. Ich mache erstmal ein Beginner-Workout und im zweiten Durchgang, ja, wir machen heute sogar wieder zwei Durchgänge, mache ich dann Advanced. Ich glaube, du machst es andersrum. Ich denke mittlerweile jetzt nach 29 Tagen, ihr habt alle Infos, die ihr braucht. Let's go. Yep. Get ready for Tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Das wird so meine Warmwertrunde. Ja. Meine auch. Und ihr könnt munter rumprobieren. Ihr kennt so viele Optionen. Mittlerweile, wie ihr die Beine trainieren könnt. So viele Tempi. Preparen wir doch mal. Three, two, one, go. Und ruhig mal ein paar auf den Füßen versuchen. Also du machst es so rum wie Sinan. Dann kannst du das natürlich auch in der zweiten Runde machen. Spannung checken. Ihr lasst ja auch gerne mal nach, so zum Ende hin. Three, two, one. Prepare for core back. Alles klar. Alles klar. Ich mach halb-halb. Erstmal nur die Beine. Achso, und dann wechselst du komplett? Genau. Ah, auch eine Möglichkeit. Wir haben so viele schöne Optionen. Ja. Gibt also nie eine Ausrede. Mhm. Wie doof. Und aus den Wimpübungen kann man so viel rausholen. Und auch wenn du nur die Arme bewegst, halt die Spannung im Po. Wirklich immer den unteren Rücken schützen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Unsere Messlatte dafür, wie fit wir sind. 3, 2, 1, go. Ich finde, hier kann man mit am besten wirklich ablesen, was sich getan hat. Ja, die Steigerungsrate. 29 Tage. Ja. Bauch aufwärmen. Obwohl der ja schon immer schön mitgearbeitet hat. Das stimmt.
So. Runde 1, Haken hinter. Genau. Wir schnaufen ganz kurz durch. Mhm. Vielleicht könnt ihr kurz einen Schluck trinken oder so. Und dann geht's aber sofort weiter. Wir wollen die Energie gar nicht erst wieder abfallen lassen. Alles mal richten hier. Alles klar. Advanced. Bist du ready? I'm ready. Alles klar. Always. Get ready for tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Halbe eng, halbe breit. Ich hatte auch den Plan, ich mach's dann umgekehrt. Jetzt könnt ihr im Vergleich auch noch mal wunderbar sehen, wie die Ellbogenausrichtung bei der Übung ist, wenn man entweder Fokus auf die Brust legt, wie der Sinan, oder auf den Trizeps, wie ich jetzt gerade. Schön bei der Belastung ausatmen und nicht hochpusht. Kraftvoller Ausatemzug, das hilft. Okay. Du machst Hip Bridge. Mhm. Du ziehst den Paddler durch, hoffe ich. Es gibt so viele Variationen, wie man auch hier arbeiten kann. Bei dem, was ich jetzt gerade mache, super wichtig, auch wieder die Po-Spannung halten, damit die Hüfte die ganze Zeit auf einer Ebene bleibt. Nicht von einer Seite auf die andere kippelt, damit die Wirbelsäule schön lang ist. Aber auch Po-Spannung, um die Hüfte nicht absinken zu lassen, weil wir wollen ja die ganze Zeit am maximalen Punkt arbeiten. Da geht wirklich einer ans Limit. Sehr gut. Nur wenn die Füße wandern, auch hier wieder dran denken. Po fest, Bauch fest. Und die Hüfte bleibt parallel zum Boden. Wenn du merkst, du kippelst sehr, Knie absetzen. Oder einfach statisch arbeiten, wie der Sinan gerade. Hälfte Crawl. Ich mach auch Cross Crawls. Fokus auf die seitliche Bauchmuskulatur. Mhm.
Und dann noch so ein bisschen mehr hier. Taillenfokus. Schulterblätter schön gelöst. Spannung in der Körpermitte dadurch halten. So. Nummer zwei. Haken hinter. And now? Ja, und jetzt würde ich gerne was machen. Und zwar das nochmal so als Anreiz geben. Was ich nämlich gerne mache, wie ich mein Training mein Leben lang schon gestalte. Jetzt einfach nochmal gucken, auch gerne ohne das, also ohne Musik und so weiter. Jede Übung machen wir jetzt nochmal und bringen uns nochmal ganz kurz an die Grenze. Nur nochmal, was nochmal geht. Wir fangen direkt an. Okay. Mit dem Krach. Also, geht direkt weiter, keine Musik. Einfach okay. Gerade nochmal gucken, was geht nochmal. Okay. Bisschen pulsieren. Und jetzt ist egal, was du machst. Ja? Du kannst jetzt pulsieren oder du kannst sagen, ich mache hier die Lunges. Warum ich das sage, ist, was wir bei Vittori Pfeiffer ganz häufig machen, ist mit Anweisung, ja. Wie lange getaktet so und so. Und jetzt will ich, jetzt sind wir gerade kurz dabei, dass das alles vorbei ist, dass man jetzt lernt, noch nur auf den Körper zu hören. Okay. So, du kannst das ewig anscheinend. Dann machen wir mal die nächste. Lass mich noch einmal wechseln, dann habe ich es ausgeglichen. Wollte ich gerade sagen, ne? Weil jetzt kommt nicht das nächste. Jetzt gucken wir nämlich nochmal, was geht denn nochmal bei den Liegestütz? Ich mache nochmal einfach so ein paar breite. So, nochmal 10 gemacht. Okay. Nicht schlecht. Jetzt meine Hassübung. Der Paddler. Nochmal ein bisschen paddeln. Einmal nochmal, bis es so richtig wird. Also okay. Geht ganz schnell. Gut, okay, okay. Zieh durch. Ich zieh. Vielleicht nur so auf Geschwindigkeit, so ein kleiner Sprint durchs Wasser. Angeber. Ich muss auch irgendwo angeben dürfen, oder? Auf jeden Fall. So, noch ein bisschen Linie. Okay. So. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Machen wir direkt Walking Plank. Hast du eben schon gemacht? Walking Plank, nee. Aber ja. Achso, du meinst die Füße oder wirklich hochwandern? Ja, wir Walking Plank ist nämlich hochwandern. Okay, dann wandern wir hoch. So, und dann zack, zack. Und noch Mountain Climber. Achso, den willst du auch noch. Ja, und wieder runter. Geht auch auf den Knien, ne? Ihr erinnert euch. Oder ihr macht was komplett anderes, ist ja auch in Ordnung. Okay. Und jetzt? Bauch, Attacke, einmal auf die Körpervorderseite noch. Alles klar. Und erstmal, bei denen bin ich relativ schnell am Ende. Ich mach das hier. Ich will so ein bisschen den unteren Bauch noch erwischen. Deswegen öffne ich hier. Sehr gute Idee. Ich dachte einfach noch mal so das Repertoire abrufen und noch mal in Erinnerung bringen, was wir so alles gemacht haben über die letzten fast schon 30 Tage. Okay.
Und weißt du, was ich jetzt normalerweise mache? Noch eins. Normalerweise, oder was man dann machen kann. Das würde ich dann mal sagen, so mitgeben als Tages, als Hinweis, dass man so auf die Tagesform achten. Weil manchmal ist es so, dann macht man jetzt vielleicht eine kurze Pause, eine Minute, schnauft mal durch und merkt, oh, da geht noch was. Ich regeneriere schnell. Ja. So, und dann einfach nochmal. Ja. Weil das ist auch so eine Sache, an manchen Tagen, wenn man merkt, oh, heute habe ich Schwierigkeiten, mich aufzuraffen, dann ist es gut, sich so ein Ziel zu setzen. Ich mache heute 2 oder ich mache 3. Und dann hast du was, worauf du hinarbeiten kannst. Und dann weißt du auch, dann ist es zu Ende nach dem 3. Aber an Tagen, wo die Tagesform mega gut ist, schränkt man sich mit sowas eher ein. Und deswegen dann auch ruhig mal die Grenze noch ein bisschen nach vorne stoßen. Weil genau das haben wir über die letzten fast 30 Tage ja auch gemacht. Ja. Ne? Wenn ihr darüber nachdenkt, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt alle zusammen sind. Deswegen würde ich dieses Video vielleicht nennen, intuitiv ans Limit. Schön, oder? Ja, damit habt ihr jetzt schon fast alle Infos. Morgen sehen wir uns aber noch einmal wieder. Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Perfekt.